So ziemlich jeder Motorradfahrer ist irgendwann in seiner Zweiradkarriere schon mal gestürzt. Zum Glück gehen die meisten Stürze ja relativ glimpflich aus. Vielleicht sind die Sturzbügel ein bisschen angeschliffen, die Handprotektoren vielleicht leicht verbogen, ein Hebel abgebrochen, eine Fußraste abgerissen und der größte Schaden, der beschränkt sich meistens aufs eigene Ego. Hin und wieder kann es aber dann doch nicht ganz so glimpflich ausgehen. Jetzt nicht nur vom Personenschaden, davon mal abgesehen, auch wenn sich zum Beispiel der Rahmen verzieht. Wir sind heute hier wieder mal im RaceLab mit Martin Bauer und sprechen darüber, was denn das für Folgen hat, wenn sich der Rahmen verzieht, was man dagegen machen muss und wie man das überhaupt erkennt. Wird spannend, bleibt dran. Servus Martin, danke wieder mal für die Einladung in deine heiligen Hallen hier, RaceLab. Falls du es noch nicht kennst, wir besprechen hier ganz viele technische Details und noch dazu nicht irgendwelche Hirngespinste, die wir uns selber aus der Nase ziehen. Nein, das sind eigentlich alles Beispiele oder Fälle aus der Realität gegriffen, nämlich die Kunden meistens an dich herantragen. Und so ist es auch heute, wie ein Kunde mit einer Harley Davidson, ich glaube Softail Heritage aus Jahr 2008, hat die zu dir gebracht, weil ein Freund von ihm meinte bei einer Ausfahrt, wir sind hinter ihm gefahren und hat gesagt, das schaut nicht mehr alles so ganz gerade aus, aber sie wollten sich nicht auf ihr Daumenmaß verlassen und sind deswegen zu dir gekommen, weil du hast, glaube ich, ein spezielles Gerät, womit man ganz präzise so eine Rahmenvermessung machen kann. Bevor wir vielleicht noch zu dieser Methode kommen, sprechen wir drüber, wenn ich stürze, wie viel Angst muss ich denn haben um meinen Rahmen? Wie empfindlich sind so Motorradrahmen? Muss man immer gleich dran denken oder kann man eigentlich erst bei schweren Stürzen sich damit beschäftigen? Das lässt sich nicht leider verallgemeinern, weil das zum einen mal von der Rahmenkonstruktion selber abhängt, wie stabil ist es konstruiert, auch von den Abstrebungen, und zum anderen vom verwendeten Material. Gerade die modernen Fahrzeuge, die aus sehr leichten Aluminiumrahmen gebaut werden, sind doch meistens empfindlicher, als jetzt, wenn man hernimmt, eine alte Stahlkonstruktion aus einem Gitterrohrrahmen, die viel mehr Stabilität aufweisen. Darum kann man das jetzt schwer sagen, was tut einem Rahmen schon weh, wo ist schon da das Limit überschritten und wo ist man unempfindlich dem gegenüber. Wir haben Fälle gehabt, wo wirklich ein Motorrad teilweise nur umgefallen ist, ein bisschen gerutscht ist und trotzdem schon verbogen war, wo es irgendwo einen leichten Ditcher noch abbekommen hat, war der Rahmen, hat schon was abbekommen. Wir haben starke Stürze gehabt, wo gar nichts passiert ist, weil das wirklich nur ein stabiler Stahlrohrrahmen war zum Beispiel. Verallgemeinern kann man das nicht, aber es gibt dazu dann eben diese Möglichkeiten, damit man das vermessen kann, um im Zweifel hier Sicherheit geben zu können. Ist er verbogen oder ist es noch gerade? Kommen wir also zur Vermessungsmethode. Wie genau kann man sich das vorstellen? Ich meine, der Rahmen ist ja so ein zentrales Bauteil des Motorrads. Motor ist vielleicht noch mittragend, aber eigentlich ist der Rahmen ja das, wo alles andere dann da rundherum liegt. Das heißt, in meinem Kopf ist ja das quasi der Super-GAU, wenn man glaubt, der Rahmen hat was, weil da muss ich das ganze Motorrad zerlegen, oder? Das ist bei unserer Vermessungsmethode Gott sei Dank nicht mehr so. Also man braucht hier mehr oder weniger kaum was demontieren. Das ist eine optische Vermessung, vielen bekannt so unter Laservermessung. In Wahrheit passiert das nur mittels Optiken und bestimmten Punkten, die an ein Fahrzeug angebracht werden, um hier eben die Lage, kann man sagen, der Lenkachse, das ist ja das Wichtige, im Verhältnis zur Schwingenachse zu verifizieren. Ja, das ist ja das, was auch vom Hersteller vorgegeben wird. Was haben wir für einen Gabelkopfwinkel? Den Sturz, das ist die seitliche Abweichung, oder die Länge des Rahmens und die Höhe. Ja, und das bezieht sich eigentlich alles auf, man kann sagen, auf die einzige stabile Stelle oder Neutralpunkt des Rahmens, das ist immer diese Schwingenachse. Und auf das referenziert das System. Wir machen nichts anderes bei solchen Vermessungen, als hier mittels zusätzlichen Optiken, die ihre Referenz über die Schwingenachse bekommen, im Verhältnis zur Lage der Lenkkopfachse zu referenzieren. Und diese Lenkkopfachse kann man dann eben mit zwei zusätzlichen Punkten, die man am Lenker anbringt,
Und wenn man den Lenker beginnt einzuschwenken, hin und her zu schwenken, dann machen diese zwei Punkte eine gewisse Kreisbahn. Und diese Kreisbahn wird dann von diesen Optiken erkannt und berechnet. Und dadurch kann ich dann exakt die Lage der Lenkachse verifizieren. Und somit erkenne ich mehr oder weniger jede Abweichung in der Länge, in der Seite, in der Stauchung von dem Abstand und kann somit bis auf ein Zehntel Millimeter, das geht super genau, dieses System, feststellen, ob Abweichungen von den Solldaten vorliegen durch externe Einwirkungen. Diese Solldaten sind bei uns in einer Datenbank gespeichert. Das heißt, wir haben für nahezu jedes gängige Fahrzeug Zugriff auf diese Solldaten und können somit dann sagen, in welchen Limits oder in welchen Toleranzen liegt dieser Rahmen noch. Ja, es ist ja auch so, dass man bereits in der Serienfertigung gewisse Toleranzen haben. Kein Rahmen ist gleich wie der andere. Die unterscheiden sie alle, egal wie sie gefertigt sind. Meistens werden sie geschweißt, da gibt es bestimmte Schweißvorrichtungen. Aber auch die unterliegen immer gewissen Toleranzen. Und somit ist ein Rahmen meistens nie genauso wie der andere. Ist ein Grund auch dafür, dass wir solche Vermessungen im Rennsport sehr oft machen, weil wenn man gerade zwei identische Fahrzeuge aufbauen möchte, ist einer der wichtigsten Informationen, die ich brauche, sind die Rahmen auch gleich. Ja? Und da kann ich mir dann zwei Fahrzeuge raussuchen oder den Rahmen so modifizieren, dass der exakt zum zweiten Fahrzeug passend ist, dass wir hier keine Abweichungen haben und so einen anderen Fahrzustand erreichen. Muss man natürlich auch auf dem Straßenbereich jetzt nicht so akribisch machen, da geht es dann eher darum, wenn ich mal wirklich irgendwo dagegen gefahren bin oder einen Sturz gehabt habe, herauszufinden, ob der Rahmen überdurchschnittliche Abweichungen aufweist. Weil, was man dazu sagen muss, ist, jede Abweichung ist jetzt nicht unbedingt gleich problematisch. Ja. Man kann ein bisschen über den Kamm behaupten, dass alle Abweichungen, die seitlich stattfinden, entweder der Sturz ja, oder der Rahmen selber sich seitlich verkrümmt, auf jeden Fall negativ ist ja, fürs Fahrverhalten. Alles, was in der Länge passiert, eine Änderung des Lenkkopfwinkels oder der Länge des Rahmens, nicht zwangsläufig ein Problem darstellt. Das ist dann was man mit viel Erfahrung und Wissen über das Fahrzeug selber behaupten dann kann, ob das dann wirklich zu einem Problem führt oder nicht. Wir hatten einige Fahrzeuge, die außerhalb der vorgegebenen Toleranzen zwar gelegen sind, aber das nicht unmittelbar ein Problem fürs Fahrverhalten ist. Wenn wir zum Beispiel Fahrzeuge heranziehen, die von Haus aus unheimlich flache Lenkkopfwinkel haben, wie Chopper-ähnliche Typen zum Beispiel, da ist es nicht zwangsläufig immer ein Problem, wenn das Ganze ein bisschen steiler wird. Teilweise profitiert man danach. Wir machen nichts anderes, als Rahmengeometrien oder Fahrzeuggeometrien als Gesamtes so hinzustellen, dass man bestimmte Fahreigenschaften bekommt. Ist oft so gewollt, dass ich sage, okay, bei meinem Fahrzeug habe ich, das ist mir viel zu stabil und zu träge, ich will das handlicher haben. Dann gehen wir aktiv oft her und ändern diese Geometrien. Das heißt, bei so einem Sturz ist es nicht zwangsläufig immer so, wenn sich da was ändert, dass das automatisch ein No-Go ist. Wenn das wirklich so ist, dass sich das zwar verbogen hat, aber in einem Bereich des Verträglichen oder fahrdynamisch immer noch guten Bereich liegt, dann muss man zumindest aber noch hergehen und den Rahmen auf anderweitige Schäden dann zumindest prüfen, wie zum Beispiel Risse oder wirklich geschwächte Stellen, überdehnte Stellen, wenn das wirklich große Veränderungen sind, dann muss man zumindest sowas dann schon noch kontrollieren. Ja. Aber diese Vermessung gibt mir die Möglichkeit, den aktuellen Zustand extrem genau erfassen zu können und danach anhand diesen Daten aufgrund meiner Erfahrung beurteilen zu können, stellt das jetzt überhaupt ein Problem dar oder nicht? Und dann kann man entscheiden, wie man weitermacht, ob man zum Beispiel diese Verbiegung, wenn man sagt, es ist zwar leicht verbogen, geht aber in eine Richtung, die ich nicht haben möchte, ob ich die nicht übers Fahrwerk wieder ausgeglichen bekomme. Ja, ich kann eine solche Gesamtgeometrien, wenn ich jetzt keine seitliche Abweichung habe, kann ich ja auch über dementsprechende Höhen von Front und Heck dementsprechend wieder
korrigiert bekommen. Also es ist nicht immer zwangsläufig so, dass solche Abweichungen immer zu einem Problem führen. Was man danach macht, braucht man dann allerdings Erfahrung, um diese Werte interpretieren zu können und eine Lösung herauszuarbeiten, was man ändern muss, um dieses wieder in den Griff zu bekommen oder eventuell sogar so lassen kann, wenn man sagt, für dieses Fahrzeug ist eigentlich diese geänderte Geometrie aufgrund des Sturzes teilweise sogar vorteilhaft, kann auch passieren. Klingt sehr spannend, deswegen würde ich sagen, gehen wir nach hinten. Ich stelle mir jetzt ganz viele Laserstrahlen, die durch den Raum flimmern vor und schauen wir auch, ob vielleicht der Freund recht gehabt hat, dass alles ein bisschen schief ist oder doch nicht. Also ich sage, gehen wir rüber. Schauen wir es uns an. So Martin, jetzt sind wir schon hier bei dir in der Werkstatt und wir haben die Messung auch schon durchgeführt. Bevor wir vielleicht zum Ergebnis kommen, es war jetzt nicht ganz so leicht, was ich gesehen habe. Es gibt sehr wohl dann auch noch Herausforderungen bei dieser Messung, abhängig vielleicht von ein bisschen vom Fahrzeug. Zum Beispiel jetzt hier habe ich gesehen, es ist ein sehr, sehr hoher Lenker drauf verbaut und das und noch dazu spiegelndes Chrom. Was war jetzt so die Herausforderung? Ja, also durch diesen Lenker, wie du es schon erwähnt hast, war es natürlich schwierig, weil nachdem ich ja die Verdrehung machen muss beim Lenker, um auf die Lenkachse runterrechnen zu können, hat sich der Lenker mit dieser Aufbauhöhe immer vor den Messpunkten hin positioniert. Und das war natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir müssen da dementsprechende Position finden von den Punkten her, damit sich diese nicht verdecken beim Einschlagen. Ne? Und das war ein bisschen die Challenge. Das Chrom reflektiert auch noch sehr viel. Also das ist dann fürs System oft irritierend. Und deswegen muss man sich da ein bisschen spielen, je nach Fahrzeug, wobei es hier schon sehr aufwendig war im Vergleich zu jedem anderen Fahrzeug, bis die Messung ordentlich durchführbar ist. Ja. Und ihr habt es jetzt auch nicht nur einmal, sondern zweimal gemessen, weil damit man auch sicher ist, dass das passt. Es waren aber beide Male die identischen Werte, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also, was sagt jetzt die Zaubermethode der Vermessung? Wie schaut es um den Rahmen der Harley Davidson aus? Ja, also wie wir schon vermutet haben, ist da wirklich was grob daneben. Die Messung hat das jetzt eben bestätigt. Wir sehen, dass man hier gerade beim Sturz, das ist eben die seitliche Winkelabweichung vom Lenkkopf, sehr weit daneben sind. Wir haben eine Abweichung von 2,66 Grad. Das ist sehr viel. In der Regel sollte das nicht mehr als ein halbes Grad plus minus sein. Und da schießt man doch sehr weit übers Ziel hinaus. Der Lenkkopfwinkel an sich, das ist der Winkel in der Länge nach, der ist eigentlich in der Toleranz. Der hat eine Abweichung von 0,14 Grad, das ist okay. Die Länge und die Höhe des Rahmens hat sich auch nicht großartig verändert, aber wir haben auch einen ordentlichen Lenkkopfversatz. Das ist eben der Versatz des Lenkkopfes in seitlicher Ansicht nach rechts. Das heißt, wir sehen, wenn wir uns diese zwei Abweichungen, die wir hier haben, zum einen der Sturz als auch der Lenkkopfversatz, deutet eindeutig darauf hin, dass das Fahrzeug in Fahrtrichtung gesehen von links eine sehr starke Krafteinwirkung bekommen hat, durch einen Sturz, irgendwo dagegen gefahren, was auch immer, und sich der Rahmen dadurch in diese Richtung gebogen hat. Also zum einen hat er den Lenkkopf komplett nach rechts geschoben und den Sturz ebenfalls in diese Richtung verdreht. Und das ist eben das Problem, was wir hier bei dem Fahrzeug haben. Wir haben auch die Schwinge noch mitgemessen, aus Sicherheitsgründen. Auch die Schwinge können wir vermessen in Verdrehung, Schwingenverdrehung oder Schiefstellung des Reifens. Das können wir auch verifizieren, ob der Reifen gerade drin ist. Damit könnte man zum Beispiel auch bei einer normalen Schwingenverstellung oder Kettenspannverstellung auch schauen, ob der links und rechts exakt eingestellt wurde, weil das kann ich mit dem ja dann wieder hinoptimieren. Da sehen wir aber, dass hier eigentlich keine groben Abweichungen sind. Das sind leichte Abweichungen, aber jetzt nichts, was jetzt grob aus der Toleranz rausfällt. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, wir haben zum einen den Sturz und zum anderen den Lenkkopfversatz. Das sind zwei, die doch deutlich Außenlimit rausfallen und hier müsste man dementsprechend nachbessern. Genau, wir haben dann auch nach der Messung haben wir auch geschaut, ob man das optisch sieht. Es ist ja wem auffallen, deswegen ist der Kunde ursprünglich ja auch hergekommen und man sieht wirklich vorne die Gabel, sie steht schief, wenn man das im Verhältnis zum Rahmen hinten sich anschaut. Jetzt, der Kunde wird sich wahrscheinlich nicht so darüber freuen, jetzt über das Ergebnis, aber dann wahrscheinlich die naheliegendste Frage danach ist, was jetzt?
Was macht man denn jetzt, wenn man draufkommt, okay, der Rahmen beim Motorrad ist doch deutlich schiefer, als er sein dürfte? Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist zu entscheiden, wie man weitermacht, den Rahmen zu tauschen oder den Rahmen, wenn es jetzt nur in einem geringfügigen Rahmen in einem Bereich verzogen oder verbogen ist, eventuell wieder richtet. Wobei beim Richten man immer aufpassen muss, hier darf es eben einen gewissen Wert nicht überschreiten vom Verzug, weil ja das den Rahmen sowieso schon überdehnt hat. Und wenn man das wieder zurück überdehnt, sozusagen, um in die Ausgangsposition zu kommen, schwächt man das System. Also in der Regel ist es am besten, wenn man solche Abweichungen hat, dass man darüber nachdenkt, auch den Rahmen zu tauschen. Und das ist nur ungefähr wie viel Aufwand ist das? Ist das wirklich eine große Sache, die sehr viele Arbeitsstunden, aber auch Kosten verursacht? Man muss ja quasi das ganze Motorrad zerlegen und wieder zusammenbauen, oder? Das hängt sehr stark individuell vom Motorrad ab. Jedes Motorrad hat unterschiedliche Rahmenkonstruktionen. Teilweise gibt es Fahrzeuge, die geschraubte oder zweiteilige Rahmen haben. Da muss ich dann nicht den ganzen Rahmen austauschen, sondern nur den beeinträchtigten Bereich. Das hält sich dann auch vom Aufwand etwas in Grenzen. Habe ich einen Rahmen, der wirklich aus einem Teil besteht und wirklich alles dran befestigt ist, dann muss ich natürlich sehr viel abmontieren. Arbeitszeit ist natürlich dementsprechend dann größer. Aber wie gesagt, ob sich das dann auszahlt oder nicht, hängt sehr stark vom Grundwert ab, vom Fahrzeug. Wenn ich einen Wert habe von jedoch über 6.000, 7.000 Euro vom Fahrzeug, dann kann man sehr wohl darüber nachdenken, dass man sowas dann durchführt. Ja, wie gesagt, man muss... Nicht jeder Verzug führt automatisch zu Problemen beim Fahrverhalten. Man muss das dann wirklich im Einzelnen nochmal verifizieren. So wie es hier ist, haben wir sicher einen Einfluss schon im Fahrverhalten. Und da muss man halt dann wirklich nachdenken, wie man dann jetzt weiter vorgeht. Naja, dann werden wir sehen, wie sich der Kunde dann entscheidet. Er weiß jetzt aber zumindest, was Sache ist, und zwar ins Hundertstel Grad genau. Martin, vielen Dank für die Erklärungen. Mir war gar nicht bewusst, was alles sich um den Rahmen herum abspielt und auch was für Vermessungsmethoden es da gibt. Danke für die Erklärungen, war spannend. Ich hoffe auch, dass ihr diese Folge vom RaceLab spannend gefunden habt. Wenn ja, lasst uns einen Daumen hoch da und abonniert, wenn ihr schon dabei seid, gleich unseren Kanal für täglich Leimwand Motorrad Content und hoffentlich noch viele technische Folgen des RaceLabs. Wir sehen uns sicher nicht zum letzten Mal. Zum Beispiel haben wir auch zu Harley Davidson noch ein Video, wo es dann darum geht, einerseits um Customizing und wie man auch so Customizing-Schritte, zusätzliche Zubehörbauteile aufeinander abstimmen sollte, damit alles gut rennt. Es geht um Abgasanlagen, es geht um Motormapping, eine saubere Verbrennung, das alles und mehr im nächsten Video zu dieser Harley. Bleibt also dran und ich sage ja, Martin, danke noch einmal. Danke auch an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und Baba.